Spezialeinsatzkräfte umstellen das Mehrfamilienhaus mit der Nummer 37 in der Dinglerstraße in Aschaffenburg. Sie sind schwer bewaffnet, denn seit Stunden hat der Täter sich hier im Erdgeschoss verschanzt. Nachbarn dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Erst über Handynachrichten erfährt diese Bewohnerin des umstellten Hauses, was überhaupt los ist. Ich hatte einfach nur Angst, weil ich wusste, es ist hier unten und ich kenne die Mädchen hier unten. Und ich hatte einfach, schießt das denen, was passiert. Ja. Meine Tochter hat gesagt, Mama, setz dich ins Wohnzimmer und halt still, geh nicht an die Tür, schließ dich ein. Also. Eine der bedrohten Frauen alarmiert noch den Notruf. Doch die beiden ehemaligen Kolleginnen müssen 2 Stunden in der gefährlichen Situation ausharren. Dann lässt der 60-Jährige sie unverletzt frei. Er selbst verschanzt sich weiter bewaffnet in den Büroräumen. Via Telefon hält die Verhandlungsgruppe Kontakt zu ihm, versucht die Lage zu entschärfen. Also im Wesentlichen ging es uns hauptsächlich in den Gesprächen darum, dass es sich ums ehemalige Arbeitsverhältnis gedreht hat. Da gab es offenbar Streitigkeiten oder einfach Dinge, die er anders gesehen hat. Knapp 5 Stunden später, um 12.45 Uhr, schallen dann 2 laute, dumpfe Detonationen durch das Wohngebiet. Diese 2 Blendgranaten sind das, habe ich jetzt gehört. Da bin ich mal ein bisschen, erst der Puls mal hochgegangen. Also da hat schon ein bisschen Schiss gehabt. Ja. Das SEK stürmt die Büroräume, kann den Täter überwältigen. Der 60-jährige Aschaffenburger wird dabei leicht verletzt, doch er lässt sich widerstandslos festnehmen. Er ist Polizei bekannt, hat auch während des Einsatzes mit dem Suizid gedroht. Also er ist ganz erheblich psychisch offenbar auch belastet gewesen. Die 2 57 und 44 Jahre alten Mitarbeiterinnen der Wohnbaugesellschaft, die der Täter mehrere Stunden in seiner Gewalt hatte, müssen jetzt psychologisch betreut werden.